Polsko. Dzień dobry Polsko, to znowu my. Ej, witam Polsko, już 7 rano. Wstaję i jadę. Ja, hallo und grüß Gott hier auf meinem Facebook Livestream. Ich sehe schon, der Dieter ist anwesend. Als erstes, ich muss mich erstmal recht herzlich entschuldigen, meine Webcam hat den Geist aufgegeben. Da vorne ist jetzt das Smartphone und da vorne ist der Computer. Das heißt, wenn ich so zwischendurch mal zur Seite gucke, ist das kein Desinteresse, sondern ich muss eure Nachrichten sehen. So, Moment, warte, hallo, geht das so mit dem Schreiben? Ja, natürlich, schreibt mal eure Fragen. Ich muss mal ganz kurz eben auf den PC gucken, ob soweit alles bei mir in Ordnung ist, weil ich muss jetzt doppelt moppeln, weil wie gesagt, leider ist meine Webcam ausgefallen und das nächste Problem ist, ich sehe den Livestream hier auf dem PC nicht. Doch, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Moment. So. Okay, jetzt sehe ich euch doppelt. So, okay. So, okay, es ist etwas zeitversetzt, das heißt, wenn ihr jetzt eure Fragen schreibt, dauert das einen Augenblick, bis es bei mir losgeht. Achso, das war ich ja, hab selber geschrieben. Ich sehe das nämlich gerade, in dem Moment tippe ich gerade, obwohl das ist schon ungefähr 20 Sekunden her. So, ich begrüße euch erst einmal, besonders alle Neuen bei uns hier in der neuen Gruppe. Das Thema Auswandern nach Polen. Es gibt viele, viele Fragen und viele Ängste. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das in der deutsch-polnischen Gruppe gesehen habt, deutsch-polnische Freundschaft. Und zwar, es geht um die Bibi. Die hat mir per WhatsApp geschrieben gehabt, dass sie leider nicht teilnehmen kann. Ja, ist natürlich entschuldigt. Bei mir muss ich keinen entschuldigen, wenn ich zugucken möchte. Sie wurde in der Facebook-Gruppe da also ziemlich fertig gemacht. Ja, das ist also in Polen ja finanziell und für die Kinder alles so schlecht sein soll. Ich kann euch sagen, ich meine, ich lebe selber jetzt, ich kann sagen, also fast drei Jahre in Polen. Ja, davon ungefähr, oder na, was heißt ungefähr, davon fix knapp 2 Jahre, ja, wo ich gesagt habe, ich schließe mit Deutschland komplett ab. So. Okay, Dieter, du hast geschrieben, gefragt, hallo, geht das denn mit dem Schreiben? Ich habe geschrieben, du kannst schreiben. Jetzt bekomme ich hier keine Frage von euch. Ist ja nicht ganz so schlimm. Wir haben Zeit. So, auf das Thema der Bibi nochmal zurückzukommen. Die wurde praktisch in der Gruppe Deutsch-Polnische Freundschaft so richtig fertig gemacht, wo ich wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, wo ich eigentlich sagen konnte, wieso können Leute, die das Land hier in Polen nicht kennen, ja, so dermaßen schlecht über Polen reden. Weil wenn dann die Antwort kommt, ja, kennst du Polen eigentlich, dann heißt das, nein, aber ich habe so viele Filme gesehen oder ich habe gehört. Ja, sag ich, von wem hast du das gehört? Ja, vom Freund. Ich sage, war dein Freund schon mal in Polen? Nein, aber der hat wiederum vom anderen gehört. So, und das geht nicht. So. Moment, hallo, erzähle, wie war mit Anmelden und Co. Ich grüße dich, Beata. Ja, wie war das mit dem Anmelden? Okay, anmelden, du meinst sicherlich anmelden in Polen hier. Ganz ehrlich, in Polen gibt es keine Anmeldepflicht. Das heißt, du musst dich in Polen nicht unbedingt anmelden. So. Wenn du noch einen zweiten Wohnsitz zum Beispiel in Deutschland hast und kommst nach Polen, du bist nicht verpflichtet, deinen Wohnsitz in Polen anzumelden. Am Anfang, das erste Jahr, habe ich meinen Wohnsitz ja auch nicht angemeldet gehabt. Danach natürlich, ja, habe ich natürlich die sogenannte Pesel-Nummer beantragt. Ja, die Pesel-Nummer ist sowas wie eine Versicherungsnummer, die gibt es nur einmalig. Das ist eines kannst vergleichen mit einer Sozialversicherungsnummer. Ja, wozu brauchst du die Pesel-Nummer? Die Pesel-Nummer erleichtert dir auf jeden Fall Bankgeschäfte und Verträge abzuschließen. Ja, später verlinke ich euch nochmal meinen YouTube-Kanal. Ja,
Und dort ist auch ein Video über mich, wie wirklich alles komplett gelaufen ist mit der Anmeldung. So, aber eins vorweg, Beata, eins sage ich dir jetzt schon mal. Ne, warte mal, genau, Beata. Wenn du hier auf Behörden gehst, das ist schlimmer wie in Deutschland. Das heißt, wenn du morgens, wenn die Behörde um 8 aufmacht, sei mal so 6, 6:30 vor Ort, damit du nicht ganz so lange warten musst. Du bekommst eine Nummer wie auf dem Arbeitsamt. Ja? Aber wann wartest du? Du wartest. Ja? Du bekommst, es gibt verschiedene Nummern, es gibt A, B, C, D, E, F. Keiner steigt da so richtig durch, nicht einmal die Einheimischen, wozu die Buchstaben stehen. Es sind verschiedene Abteilungen. Ja, um meine PESEL-Nummer zu beantragen, bin ich hier auf das Amt gegangen, ja, und habe ja, fast 6 Stunden ungefähr gewartet, bis ich einen Zettel bekommen habe zum Ausfüllen. Dieser Zettel war natürlich nur in polnischer Sprache und ich war damals polnisch so gut wie plus minus null. Ja, ich meine, bei A0 beginnt es ja. Ja, und ich war mindestens A-2. Ja. Gott sei Dank, ich habe jemanden gesehen gehabt, der etwas Deutsch konnte und hat mir da geholfen mit Vorname, Nachname und die Adresse, wo ich in Polen wohne oder wo ich erreichbar bin. So. Okay. Dieter, ich grüße dich. Deine Frage kommen wir auch gleich nochmal zu. Also wie gesagt, diese Nummer beantragen und ihr habt es um einiges leichter. Melde Wohnsitz oder die Adresse unbedingt anmelden, müsst ihr derzeit noch nicht. Ja. Gebt ihr natürlich jetzt oder beantragt ihr eine PESEL-Nummer, müsst ihr eine Adresse angeben. Die Adresse kann auch sein Bekannter oder Freund, den ihr in Polen kennt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Adresse vom Hotel angeben könnt. Das kann ich euch jetzt nicht so 100% sagen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr nach Polen kommt, den ersten Schritt, beantragt bitte die PESEL-Nummer. Denn mit der PESEL-Nummer habt ihr es wirklich 1000-mal leichter. Ja. So, Dieter, wie ist das mit der Steuer? Ja, Steuern sind immer gut. Polen hat 3 verschiedene Steuersätze. Wo muss ich die bezahlen? Zum Beispiel Rente und so. So, pass auf, das mit der Rente, das ist so ein Thema für sich. Dieter, ich werde dir auf jeden Fall die ganzen Informationen, die ganzen Internetlinks heute nach dem Livestream mal per Privatnachricht schicken, weil dieses jetzt alles zu erklären, ja, das wird den Mars sprengen. Das wird jetzt den Mars richtig sprengen. Okay, gar nicht. Aber ich habe auch per WhatsApp einige Nachrichten bekommen, Anfragen. Wie gesagt, Dieter ist nicht böse gemeint. Ich schicke dir die Informationen alle nachher per Privatnachricht mit den ganzen Internetlinks. Ja, und wenn du dich dann da durchgelesen hast, dann brauchst du sicherlich nochmal eine Woche Urlaub. Und die verbringst du natürlich dann hier in Polen. Okay, dann hatte ich eine Mail bekommen. Eberhard P. aus Düsseldorf stellte die Frage: Ich bin Deutscher und möchte mit unseren 3 Kindern nach Polen auswandern. Meine Frau ist Russin. Ist dieses möglich oder braucht meine Frau ein Visum? Eberhard. Du hast gesagt, oder so wie es aussieht, ich bin Deutscher und möchte meine Frau. So, jetzt gehe ich davon mal aus, wenn du schreibst, meine Frau, bist du mit ihr verheiratet, dann wird sie sicherlich für Deutschland einen Aufenthaltstitel haben. Und dieser Aufenthaltstitel gilt auch für die Republik Polen. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ja, die Republik Polen ist in der EU, obwohl der Euro eigentlich hier so ein bisschen gehasst wird. Hier gibt es den sogenannten Slotty. Ja. So, ganz kurzer Umrechnungskurs. So, Pi mal Daumen ist so wie mit Deutschland. 2 D-Mark ist 1 Euro. Ja, und hier sage ich immer, 1 Euro sind 4 Slotties oder 4 Slotties ist 1 Euro. Damit man das so ungefähr abschätzen kann. Ja. So, okay, Eberhard, nochmal zu dir zu kommen. Ja, natürlich. Du schreibst mal, du bist Deutscher, mit unseren 3 Kindern nach Polen auswandern. Meine Frau ist Russin, ist das möglich oder braucht meine Frau ein Visum? Wie ich es dir gesagt habe, du als Deutscher brauchst sowieso kein Visum. Und wenn du sowieso verheiratet bist, braucht deine Frau auch kein Visum. Selbst wenn sie einen russischen Pass hat. Sie muss ja irgendwie einen deutschen Aufenthaltstitel haben. Ja? Ich hoffe, die Frage ist jetzt kurz und knapp
beantwortet, außer von euch, irgendeiner hat andere Informationen. Wie gesagt, der Eberhard ist verheiratet mit einer Russin, ja, hat drei Kinder, möchte nach Polen auswandern. Ist das möglich? Ich sage ja, weil er ist Deutscher und er spricht von meiner Frau, also von seiner Frau, werden sie also verheiratet sein. Und wenn sie verheiratet sind, werden sie auf jeden Fall, oder wird die Frau auf jeden Fall einen Aufenthaltsstatus für Deutschland haben. So. Okay, Dieter, das ist ja super, das wäre nett. Dieter, ich mache es auf jeden Fall. Sei nicht böse, wenn es etwas später wird. So, Beata, okay, wie hast du das Auto umgemeldet? Autos ummelden und Versicherung. So, pass auf, Beata, ganz ehrlich, ich bin zwar mit dem Auto gekommen, damals noch mit Hamburger Kennzeichen, habe auf der A11 ja, einen kleinen Unfall gehabt. Danach ging das Auto weg, verschrotten. So, und habe mitgekriegt, in Polen sind die Autos sowieso deutlich günstiger wie in Deutschland. Ich habe Arbeit gehabt, kommen wir auch gleich noch drauf zu, wie man hier Arbeit findet. Und habe mich hier einfach mal, nachdem ich mich verlobt habe hier, kommen wir auch noch drauf, einfach einen Neuwagen gekauft. Ja. Neuwagen war es ja nicht mehr, also knapp 7 Kilometer auf dem Tacho, war für mich schon Gebrauchtwagen. Ja. Also ich fahre jetzt hier ein Skoda Fabia, Baujahr 2019, hat mittlerweile reichlich Kilometer auf dem Tacho, ist und bleibt wirklich ein Nichtraucherauto. Ja, also alte Autos, so wie ich es gehört habe, ja, sind in Polen nicht mehr willkommen. Ja, ich mache mich nochmal schlau mit den Autos, ich merke mir sowieso die ganzen Fragen und werde dann praktisch dir auch dieses per Privatnachricht einmal zukommen lassen. Ja, ich habe nur gehört gehabt, also alte Autos in Polen sind nicht mehr erwünscht. Jetzt weiß ich nicht, was ein altes Auto in Polen ist. Ist ein altes Auto oder ist ein Auto schon alt, wenn es ein Jahr alt ist? Wenn es 10 oder 20 Jahre alt sind? Ich weiß es nicht. Aber ich mache mich für dich nochmal schlau und dann schreibe ich es dir per Privatnachricht. Auto ummelden und Versicherung. Gut, Auto ummelden. Wenn jetzt etwas neueres Auto hast, bitteschön, Beata, dafür bin ich ja da. Kostet natürlich Geld. Ich schicke dir meine Kontonummer. Pro Buchstabe, ich bin gnädig, nämlich 15 Slotties. Und jetzt rechne aus, 15 durch 4, dann warst du den Europreis. Ja, und ich mache ganz, ganz viele Punkte. Und also ein Leerzeichen ist natürlich auch 5. Autos von uns sind beide neu oder fast neu. Ja, Dieter, neu oder fast neu? Was heißt jetzt neu oder fast neu? Okay, Moment, Probleme mit Übertragung. Beata, nein, es gibt kein Problem mit Übertragung, sondern das Fahrzeug muss natürlich hier zu einer sogenannten Fachwerkstatt. Dort wird er komplett nochmal durchgecheckt, ob er der EU-Norm und den polnischen Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht. Dann bekommt ihr komplett neue Fahrzeugpapiere, das heißt Fahrzeugbrief, also Zulassungsbescheinigung Teil 1 zu 2, weil die sieht in Polen ganz anders aus. Und ihr bekommt vorne in die Windschutzscheibe, sobald das Fahrzeug umgemeldet ist mit eurem Kennzeichen, bekommt ihr einen Aufkleber. Und diesen Aufkleber, der ist fast unmöglich zu entfernen. Dort ist auch nochmal euer Kennzeichen eingetragen. Das soll theoretisch den Kennzeichendiebstahl und Kennzeichenmissbrauch vorbeugen. Das heißt, wenn man mir meine Kennzeichen klaut, ja, und irgendeiner klebt sich das vorne ran, ja, okay, unterwegs auf der Straße, wenn man es von hinten sieht, man das aufschreibt, das Kennzeichen, bin ich erstmal dran, da bin ich erstmal angeschrieben. Ja, da heißt das, wir haben Sie doch gesehen mit dem alten Opel Corsa. Ich sage, Kollege, ich sage, ich fahre aber Skoda Fabia. Ja, nein, also wie gesagt, also das soll jetzt Sicherheitsmerkmale sein, das ist diesen Aufkleber, so ein blauer Aufkleber, kriegt ihr vorne die Windschutzscheibe rein mit eurem Kennzeichen. Problem mit Übertragung, wie gesagt, also nein, ist natürlich, kostet etwas. Auch da kann ich mich mal drüber schlau machen. Ja, auch da würde ich dir dann mal die Information per Privatnachricht zukommen lassen. So, meine andere Frage. Ich konnte keinen Testlauf machen. Ist das Bild einigermaßen in Ordnung und hört ihr mich eigentlich? Dann einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ihr mich hört. Und in der Zeit muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Prost. Okay, wieder Daumen nach oben. Aber das macht nichts. Aber ich gehe mal davon aus, ihr hört mich.
denn sonst hätte ich die schon lange geschrieben gehabt. Ne, also wie gesagt, neuere Autos mit rüberbringen. Einfach rüber. Danke, Dieter. Den Daumen nach oben habe ich gesehen. Wunderbar, danke. Okay, Beata, wie hast du das mit der Krankenversicherung gemacht? Ja, wieso ich? Ich meine, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich arbeite hier in Polen und genau wie in Deutschland und anderen Ländern oder EU-Ländern zahlt natürlich der Arbeitgeber die Krankenversicherung. Ja. Bevor ich hier einen Job annimmt, müsst ihr erstmal zu einer ärztlichen Untersuchung. Ja. Bei mir ist es mittlerweile den dritten bzw. vierten Job, den ich jetzt hier in Polen angenommen habe. Ja, ich bin im Moment derzeit im Customer Service, ja, für ein deutsches Unternehmen. Ja, habe viel am Computer und am Telefon zu tun. Ja, das heißt, du gehst erstmal hin, dann gibt es erstmal den Sehtest und den Hörtest. Ja, und den musst du dann alle 3 bis 4 Monate wiederholen. Da ich jetzt Brillenträger bin, bin ich verpflichtet hier in Polen, oder ich habe es gehört, dass ich verpflichtet bin, alle 3 Monate zum Sehtest zu gehen. Das kann ja sein, dass die Brille dreckig ist und ich nicht mehr richtig gucken kann. So ungefähr. Wie gesagt, die Krankenversicherung, das zahlt dann dein Arbeitgeber. So, jetzt möchte ich euch aber ganz ehrlich dazu sagen, wenn ihr die Arbeitsstelle kündigt oder verliert oder sonst irgendwas, ja, ihr als Deutsche habt, oder nein, andersrum, ihr als Ausländer oder wir als Ausländer hier in Polen, ja, haben kein Recht, Sozialleistungen zu bekommen. Ja. Okay, alles gut, aber ich arbeite nicht. Ja, gut, Beata, schreib mir einfach, ich schreibe dir mal ganz kurz eine Privatnachricht. Ja, warte mal. Ja, wegen Arbeit, ganz kurz. Na komm schon. So, ich schreibe dir mal ganz kurz eine Privatnachricht, Beata. Ne, So, Beata, ich hätte mal ganz kurz eben eine Privatnachricht zukommen lassen. Ja, muss ja keiner hier unbedingt auf Facebook lesen. Ja, deswegen solche Anfragen oder so, ja, wie alles gut, aber ich arbeite nicht. Mach das doch einfach per Privatnachricht, das kriege ich hier mit. Ja, so, alles gut, okay. Du bist in Deutschland versichert oder noch versichert. Warte, ich muss erstmal ganz kurz gucken. Warte. Ja, da nimmst du mir jetzt nicht übel die Frage, aber es tut mir leid, auf deinem Profil sehe ich leider nicht viel. Deswegen, Moment, Beata schreibt gerade. Entschuldigt bitte, ich muss kurz darüber, weil wie gesagt, jetzt schreibt es auch nicht weiter. Warum schreibe ich das eigentlich? Das geht jetzt auch für alle. Also bevor ihr sagt, okay, okay, Dieter, du bist privat versichert, aber schon Rentner. Oh, da musst du richtig gute Rente haben, ja, um privat versichert zu sein. Für Rentner
Wie gesagt, ich schicke dir nachher mal die ganzen Informationen per Privatnachricht. Weil, ganz ehrlich, das sind so einige Daten oder einige Sachen, die niemandem so unbedingt was an. Ja? Okay. Jo. Okay. Okay, Dieter, das kann ich dir jetzt nicht sagen, nicht so 100%. Polen auch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also welche verschiedene private Krankenversicherungen, es gibt so viele Krankenversicherungen hier in Polen. Ja? Aber ich mache mich für dich mal schlau, ja, und ich schreibe dir dann heute Abend mal ein deutsches Telefonbuch. Also du wirst kräftig zu lesen bekommen, jedenfalls mit den ganzen Internetlinks. Ja? Ich mache mich da auf jeden Fall nachher nochmal schlau. So, dass wir denn das dann mal alles mal sehen. Wartet mal bitte einmal ganz kurz. Ach ja, Beata, stimmt. Ich wusste es doch. Golenio. Tak? I rozumiesz po polsku? Was heißt ja? Ich frage dich, ob du Polnisch verstehst und antwortest auf Deutsch ja. Ja heißt übrigens tak. So, ich sehe gerade, der Facebook-Livestream ist unterbrochen, aber okay, geht weiter. So, warte, wo waren wir jetzt? Auf dem Kaffeetreffen ist, wie gesagt, kein Problem. Ich müsste nochmal gucken. Tja, Dieter, gibt zwei Möglichkeiten. Wie du am besten... Nein, was rede ich eigentlich mit dir? Liebe Beata, ich erzähle es dir mal auf Deutsch. Ja, wenn ich nämlich jetzt versuche, dir das Polnisch zu erklären, sitzen wir morgen früh noch hier. Ja, und du wirst vor Lachen nicht mehr gerade stehen können. Ja, Beata, ganz einfach, du machst das so wie meine Verlobte. Sie sagt, wir unterhalten uns unterwegs in Englisch. Ja, auch so das Nötigste praktisch in Polnisch. Ja, aber sie hat mir versprochen, nein, versprochen will ich sagen, sie hat gedroht. Ja, es war eher eine Drohung oder ein zärtliches polnisches Versprechen. Es ist so, wenn wir zu Hause sind, hat sie gesagt gehabt, wir unterhalten uns nur Polnisch. Und sage ich, okay, nie mehr Probleme. Ich sage, was passiert, wenn ich dich nicht verstehe? Er hat mich angeguckt mit einem wunderbaren Lächeln im Gesicht, ja, und meinte nur, dann wirst du eben elendig verhungern oder verdursten. Okay, soweit, so gut. Deutsch oder polnisch-deutsche Freundschaft. Aber es sind Erziehungsmaßnahmen, die haben geholfen. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, und ich bin irgendwo im Restaurant und ich bestelle etwas und die Kellnerin, ich sag mal, quatscht mir jetzt die Ohren voll auf Polnisch und ich verstehe es nicht. Ich weiß, was ich bestellt habe und was ich essen möchte. Und der Rest interessiert mich in dem Moment nicht. Ja? Und deswegen gebe ich mir auch keine Mühe, sie richtig zu verstehen. Wenn ich natürlich hier zu Hause mit meiner Verlobten bin, dann muss ich sie verstehen. Ja, Dieter, meine Verlobte ist voll cool. Sie ist nicht nur cool. Ja, du bist selber mit einer Polin zusammen. Sie sind wunderschön. Temperamentvoll manchmal. Ja, aber nicht so stur wie Deutsche. Deutsche, die schmollen immer. Die sitzen immer dann da und gucken irgendwo in die Ecke. Und wenn man da fragt, was guckst du da die Wand an? Was machst du da? Ja, ich guck. Ja, was guckst du dir an? Ja, ich guck nur so. Ja. Die polnischen Frauen, die machen das ganz anders. Ja. Die reden mit dir, ganz normal. Die haben dich auch ganz doll lieb. Ja. Aber wie du möchtest was von deiner Freundin, Verlobten, Ehefrau. Dann verstehen sie dich plötzlich nicht mehr. Ja. Warte mal ganz kurz. Nach 30 Jahren in die EU ist für mich einfacher Deutsch zu reden, leider. Ja. Oh, war ja. Aber Beata,
deine Muttersprache wirst du doch nicht verlernt haben. Ja? Und wie gesagt, guter Tipp, rede mit dem Dieter nur auf Polnisch. Mach es bitte mal. Mach so eine 24-Stunden-Challenge mal. Ja? Wenn ihr zu Hause seid und nicht unterwegs jetzt, du musst sie jetzt nicht blamieren, aber wenn ihr zu Hause seid, sprich mit Dieter mal nur auf Polnisch. Und nicht bitte, nicht so wie im Biatronka, ja, wo die Frauen die Zähne nicht auseinander bekommen. Und auch nicht so schnell. Ja, sondern in einer normalen Geschwindigkeit, so wie ich jetzt rede mit euch. Also in dieser Geschwindigkeit sagst du ihm, Schatz, möchtest du einen Kaffee? Ja, oder Dieter, möchtest du einen Kaffee? Oder möchtest du was essen? Oder du stellst ganz einfache Fragen. Nicht, möchtest du einen Kaffee? Oder du fragst, möchtest du einen Kaffee trinken? Ja, warte mal. Super. Oh weia. Gute Idee, sehr gut. Beata, mach das bitte mal. Ja? Mach das einfach mal einen Tag. Du redest nur mit Dieter Polnisch. Und langsam. Ja? Er wird sich Mühe geben. Ja, weil Dieter hat geschrieben, er kann etwas. Ja? Und wenn er so ungefähr das Basiswissen drauf hat, ja, dann wird er sich verdammt viel Mühe geben, um dich zu verstehen. Lesen kann ich es, aber wie gesagt, Popolsko. Ja, das Summe ist ja Mao Popolsko, Bertha. Mao Popolsko. Ja, ich kann es mehr oder weniger lesen. Ja, Dieter, natürlich, lesen kann ich es. Ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder voll lächerlich hier vor der versammelten Mannschaft. Okay, Proszę Popolsko, also bitte Polnisch, das verstehe ich. Das erste Wort, ich kann es lesen, aber ich kann es nicht aussprechen. Wenn ich weiß, wie das Wort heißt, wenn ich es höre, dann könnte ich es eventuell verstehen. Ja? Also lesen und schreiben, Polnisch. Schreiben geht schon komischerweise wieder, wenn ich weiß, was ich schreiben muss. Ja? Aber lesen, so wie jetzt. Also Proszę po polsku, das heißt also bitte auf Polnisch oder bitte Polnisch. Das verstehe ich noch, Beata. Aber du sollst mit deinem Mann Polnisch reden und nicht mit mir Polnisch schreiben. Ja? So, wo waren wir eigentlich jetzt stehen geblieben? Genau, Dieter, meine Verlobte ist ja mal cool. Aha. Warte mal, bis du sie kennenlernst. Ich werde Magdalena noch sagen, sie möchte mit dir nur Polnisch reden. Andersrum, sprichst du eigentlich Englisch noch eine andere Fremdsprache, Dieter? Ja, dann musst du mich mal angucken. Ja, wobei, ich habe schon also endliche Kilos abgenommen hier in Polen. Ja. Gut, Dieter, was isst du denn gerne? Ja? Kotlet, Mielone, Migosz. Nochmal schnell die Kurve gekriegt. Ja. Ja, was heißt hier Tag? Ich frage dich, was isst du gerne? Und du antwortest mit Ja. Englisch geht auch. Okay. Widerspricht sich ja schon wieder. Ach so. Nein, Englisch geht auch. Wer sagt das jetzt? Du kannst... Beata, Englisch geht auch und Dieter ziemlich gut bei meinem Mann. Beata, Pierogi. Pierogi, Mieso? Ja, Dieter.
Ich meine, ich rede doch Deutsch mit dir und nicht Polnisch, auch nicht Griechisch oder so. Ich habe dich gefragt gehabt, was ist denn in Polen dein Lieblingsessen? Polnisches Gericht bitte. Und komm jetzt nicht an mit Pommes und Schnitzel oder Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Sowas gibt es hier in Polen nicht. Okay. Andersrum, Dieter, du hast ja schon gesagt, ihr seid ja schon längere Zeit, lebt ihr hier schon in Polen. Wie sah das bei euch eigentlich Weihnachten aus? Wie habt ihr Weihnachten hier in Polen gefeiert? Tag, ja, Dieter, hat dir deine Frau schon geschrieben, Pierogi? Pierogi, Mieso? Weil, wie gesagt, das ist leider etwas versetzt, die Übertragung. Deswegen, Dieter und Beata, Essen von meinem Mann. Ja, Pierogi. Aber Beata, bitte alles selbst gemacht, auch der Teig. Ja, also, nicht hier irgendwie bei Jabka kaufen gehen oder hier Tronka, ja, oder sonst irgendwo. Bitte selber machen. Nalesch. Ah. Du bist mal einer. Du bist mal einer, Dieter. In Chile? Super. Au, Borge. Buenos dias, Janis. Und zwar, ich habe durch meinen YouTube-Kanal auch einen Auswanderer kennengelernt. Ich verlinke das nachher einmal. Und zwar, das ist der Janis aus Chile. Genau, das ist der Janis aus Chile. Der ist nach Chile ausgewandert, hat seinen YouTube-Kanal, ist drüben mit einer Chilenin verheiratet. Ja, ich schicke euch andersrum, ich schicke euch mal jetzt ganz kurz eben meinen YouTube-Kanal. Viele Informationen über Polen und Stettin. Ja, müsst ihr nicht jetzt raufgehen und gucken, das könnt ihr nachher mal machen. Okay, jetzt. Ja, dann lass mal Corona links liegen. Weihnachten wird auch hier wunderschön werden. Ja. Weihnachten 2018 sind wir nach Gdansk geflogen, also nach Danzig. Ja, Weihnachten Silvester. Das war das erste Weihnachten, wo ich gesagt habe, boah, bitte nicht. Ich mache alles. Ja, aber bitte quält mich nicht. Ja. Und zwar, ich bin ja auch Katholik. Ich bin halb Deutsch und halb Spanier. Ja, wir gehen hier auch regelmäßig sonntags in die Kirche, wenn Zeit ist. Ja, Dieter, Spätzle. Es gibt Kaufland. Okay, gehe ich einkaufen, weil Kaufland hat mit Deutschland, Polen, Deutschland, also nicht viel gemeinsam. Kannst du zum Lidl gehen? War ich, es ist ungelogen, ich glaube, ich war zwei oder dreimal beim Lidl. Ja. Seit Mitte 2018. Ja, ich meide hier so deutsche Geschäfte. Ja, ich gehe wieder zum Biedronka einkaufen. Ja, im Notfall gehe ich auch mal Auchan. Da ist hier in Stettin zum Beispiel Galeria Galaxy. Oben im ersten Stock ist Auchan. Sehr gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, Biedronka. Ja, ich gehe auch ganz gerne Jabka. Ja, zum grünen Frosch. Ja, das aber auch nur, wenn ich dann so nochmal Heißhunger habe. Ja, und möchte noch kurz einen Hotdog haben. Ja, für 4 Zlotys und boah, ich glaube 80 Groschen oder so mittlerweile. Okay. Ja, Dieter, warum vermisst du dein Spätzle, wenn du sie auch selber machen kannst? Dann machst doch selber die Spätzle. Dieter, du bist in Polen. Oczywiście, tak. Ja, ich meine, ich liebe auch Biertronka. Beata, und du weißt, wenn du viel Kleingeld hast, ja, ich meine sehr viel Kleingeld, ja, dann gehst du zum Biatronka, schüttest das ganze Kleingeld aus, ja, die lieben das Kleingeld, ja, die freuen sich immer, wenn du Kleingeld hast. Wenn du 99 Zlotys bezahlen musst und kommst dann mit einem 100 Zlotyschein an, da gucken die dich an und fragen, geht's noch größer? Ja, also die freuen sich. Oh, war ja. Oh, ja. Oh, Beata,
Liebe muss schön sein. Beata, du weißt ja, also derzeit schauen zwar nur, leider nur, obwohl es 6 Zusagen waren, leider nur 2 mit zu. Ja, aber morgen am Sonntag, ja, ist dieser Livestream auf jeden Fall bei Facebook zu sehen. Ja, natürlich ohne Fragen und Antworten. Ja. Was die Nudeln schon selber in die Suppe. Ja, super! Warum machst du nicht Restaurant auf, Dieter? Ne? Nee, wie gesagt, Biatonka gehe ich gerne einkaufen. Ja, werde ich ganz schnell mein Kleingeld los. Dann haben wir hier noch Spoem. Ist auch immer so eine Supermarktkette. Ja, die hassen das, wenn man damit Kleingeld ankommt. Ja, wenn man da, ich sag mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sag mal 12 Slotties und ein paar Groschen bezahlen muss, lege ich mal einen 20-Slotty-Schein hin und will den Rest Kleingeld geben, da hat die den 20-Slotty-Schein schon in der Kasse und gibt dir Kleingeld raus. Ja. Ach, Beata, woher willst du wissen, ob du den besten Mann hast? Das halte ich mal wieder für ein Gerücht. Na? Das halte ich für ein Gerücht, weil Magdalena sagt das zu mir aber auch. Ja? Ich bin das Beste, was ihr passieren konnte. Das sagt sie noch. Ja? Sind auch erst etwas über ein Jahr verlobt. Ja? Übrigens, kurze Information. Tag, Beata, tag. Der Berliner, gestern ja, Moja Zurka. Genau. Und da verlassen mich wieder. Moja Zurka ist ja meine Tochter, also meine Tochter, meine älteste Tochter, lebt in Berlin. Ja, und die fahre ich auch regelmäßig besuchen, beziehungsweise ich hole sie auch mal ab. Ja. Und zum Einkaufen, für mich der Beste. Ja, Beata, genau. Wann heiratet ihr? Ist kein großes Geheimnis. Die Verlobung, verlobt sind wir. Seht ihr? Ne? Ja, lange Geschichte. Erst seit 2011. Dann fließt ja noch viel, viel Wasser in die Donau. Ja, nein, also wie gesagt, ich war ja so. Nein, was heißt ich war? Ich bin ja leider immer noch verheiratet, ja, weil meine, kommt gleich, Frage beantworte ich gleich. Ja, Frage für Frage bitte erstmal Beata, ja. Ich bin leider noch verheiratet, weil ich sag, es ist für mich jetzt meine Ex-Frau, ja, wir sind hier aus Polen gekommen, hier aus Ustow, aus unserem Hotel. Da. Was? Nie dobrze. Dieter, du bist auch gleich nochmal dran. Wie gesagt, wir kamen hier, ich war auch selbstständig. Ja, zum Schluss fast 4,5 Jahre in Berlin gelebt. Ja, und sind wirklich jedes Wochenende nach Polen gekommen, überwiegend Stettin. Ja, hier in Ustowo, Hotel Ustowo. Ja, und eines Tages sind wir dann nach Berlin zurück, wobei ich merkte schon, irgendwas stimmt in der Ehe nicht mehr. Ja, also es stimmt überhaupt nichts mehr. Ja, lieb und nett und friedlich in Polen, ja, und in Deutschland kein sterbendes Wörtchen, da war jedes Wort falsch, was man gesagt hat. Ja, guten Morgen, Schatz, möchtest du auch einen Kaffee? Kann ich dir selber machen. Also, lange Geschichte. Wie gesagt, wir sind dann aus dem Wochenendurlaub, aus dem Wochenendtrip von Stettin nach Berlin zurück. Und es ist ungelogen, ich war noch nicht einmal richtig in der Wohnung drinne. Ich konnte nicht einmal meine Schuhe ausziehen. Da dreht sie sich um und sagte, sag mal, hast du eigentlich ein Problem damit, wenn wir getrennt wohnen? So, lange Geschichte. Ist bei mir im YouTube-Kanal nochmal über mich, im Video auch nochmal verlinkt, meine kleine Lebensgeschichte. Und da war plötzlich Schluss. Und da wusste ich, okay, die Ehe ist nicht mehr zu retten. Ich habe noch versucht, ein bisschen zu kämpfen, aber ich wusste, der Kampf war verloren. An dem Tag dreckige Klamotten bei mir ins Büro, saure Klamotten eingepackt. Dann kam die dumme Frage, wo willst du jetzt hin? Ich sage, ich brauche erstmal Urlaub. Willst du nach Hamburg fahren oder was? Ich sage, nein, ich brauche Urlaub. Ich fahre zurück nach Stettin.
Ja, wann kommst du wieder? Ich so, keine Ahnung, wenn ich Lust habe. Vielleicht komme ich auch gar nicht wieder. Antwort, Reise soll man nicht aufhalten. So. Und nach diesem Spruch wusste ich dann auch ganz genau, jetzt lässt du sie zappeln. Ja. Hatte dann von meiner Tochter verabschiedet, habe gesagt, na, Antonia, ich sag, es tut mir leid, irgendwas stimmt mit Mama und mir nicht. Ich sag, ich fahre jetzt erstmal nach Polen. Ich sag, du hast meine Telefonnummer. Ich sag, ruf mich an, wenn was ist. Sag, ich komme sofort von Stettin nach Berlin. Sag, in anderthalb Stunden bin ich da. So. Bin ich wieder Hotel Ustowo, kam an. Die kennen mich ja schon mit Vornamen. Alles drum und dran. Hatte gesagt gehabt, ich sag, ich brauche Hotelzimmer. Sag, ist mein Hotelzimmer noch da? Ja. Du bist doch erst heute Morgen abgefahren. Sag, jetzt bin ich wieder da. Ach so. Wie lange willst du bleiben? Ich sag, weiß ich nicht, so 2, 3, 4 Tage? Ich so, nie. Nein. Wochen? Ich so, nein. Wie? Jahre? Na, sei so auch nicht. Ich sag, vielleicht Monate. Ich sag, mach mir das Hotel bitte mal für 3 Monate. Ich sag, mach mir einen guten Preis. Guter Preis gemacht, 3 Monate gleich bezahlt. So, ist günstig das Hotel, ist super. Wer in Stettin Urlaub machen möchte, kann ich euch das Hotel später hier nochmal verlinken. Oder morgen im YouTube-Video ist das auf jeden Fall noch einmal verlinkt. Das Hotel Ustowo. Ja, und ja, und dann bin ich irgendwann nach, ich weiß nicht, nach knapp 4 Wochen, ich musste mich auch mal um meine Firma wieder kümmern, war kurz zu mir nach Hause gekommen. Sie hat meine Ex-Frau oder noch Ehefrau Papier, hat mich ganz erschrocken angeguckt, meinte, was machst du denn hier? Ich sage, entschuldige bitte, ich sage, dass ich in meine Wohnung komme. Ich sage, wie sieht's aus, hast du eine Wohnung gefunden? Mir ist ja nicht so leicht. Ja, aber ich werd, du wirst schon sehen, ich kriege eine mit WBS-Schein, also einen Wohnberechtigungsschein, ne, eine 2,5-Zimmer-Wohnung, ja, für ungefähr 300 Euro. Das war das Wunschdenken meiner noch Ehefrau. Jetzt hat sie endlich eine Wohnung gefunden in Berlin-Spandau. Ja. Dachgeschosswohnung, man kann sagen 1,5 Zimmer, mehr oder weniger. Ja, und zahlt fast 1000 Euro. Ja. Und hat sie natürlich übernommen. So. Scheidung wollte sie nicht unterschreiben, weil sie meinte, ich müsste Unterhalt für sie bezahlen. Ich sage, ich muss einen Scheißdreck. Ich sage, ich bezahle nicht. Ich sage, ich lebe in Polen. Ich sage, ich habe mit Deutschland nichts mehr im Hut. Ist immer noch der Scheidungskrieg. Naja, beziehungsweise jetzt hat sie eingesehen, ich zahle nicht, sie will ja auch unterschreiben, aber jetzt kommt Corona und die Gerichte sagen, nein, geht nicht. Da habe ich auch gefragt, mein Anwalt, ich sage, wieso geht das nicht? Ich sage, wir leben doch schon über 2 Jahre getrennt. Oder knapp 2 Jahre getrennt. Offiziell getrennt. Ja. Sie will, ich will, das wissen die Anwälte, da braucht der Richter doch nur einen Stempel und eine Unterschrift, ihr seid geschieden. Nein, geht nicht. Ja, ich muss mit meiner Noch-Ehefrau vor Gericht erscheinen und beide müssen mündlich sagen, ja. Man, wir leben im Jahr 2020. Ich meine, da gibt es sowas wie Skype. Ja, da gibt es Anwälte, die reden können. Ja. Aber ist ja auch egal. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, in den YouTube-Videos bei über mich könnt ihr das mal sehen. So, Beata, check ey. Nicht so schnell, bitte. So, okay. Beata, deine nächste Frage war, wie gefällt es deiner Tochter in Polen? Ja, ihr gefällt es sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich sie aus Berlin abhole, dann fahren wir meistens zum Händler Ester, also im Einkaufszentrum Ester, auch hier in Stettin. Ins B1 Center geht es erstmal rein, ein bisschen einkaufen. Im Ester Center, meistens ist das New Yorker, wo sie mal kurz rein muss. Ja, sie kommt gerne zum Shoppen. So, vom Stair Center im Sommer gehen wir dann richtig schön frisches Obst kaufen. Ja, und dann ist das nicht so wie in Deutschland. Das, glaube ich, weißt du selber, Beata. Ne? Wo man dann sagt, eine kleine Schale Erdbeeren, ne? Oh, 5 Euro ist aber ziemlich teuer, ne? 500 Gramm. Da kriegst du hier schon fast, für 5 Euro kriegst du fast schon 2 oder 3 Kilo für. Ja? Nein, wir gehen dann auf den Markt, kaufen frische Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, ja, Orangen. Eher, ja gut, Orangen nicht so oft, ja, aber wie gesagt, Erdbeeren, dann gibt es Himbeeren, dann gibt es Johannisbeeren, Kirschen, ja, super lecker, oder eben auch der selbstgemachte Honig hier in Polen, ja, ist perfekt, ja, also meiner Tochter gefällt es sehr gut hier in Stettin, ja, wir haben hier auch schon in Głęboki. Auch Video, ja, leben wir im Dschungel oder leben wir im Urwald, heißt das Video, weil wir haben hier ein riesengroßes Waldgebiet und einen riesengroßen See, ja, und hier gibt es den sogenannten Wade Park, ja, also ist alles super.
Ja, Beata schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und ich komme gar nicht hinterher. Also kurz, also meiner Tochter gefällt es in Stettin sehr gut, solange sie mit mir shoppen gehen kann. Gut, unsere Tochter zieht jetzt auch nach Berlin. So, Dieter, eine Frage habe ich. Warum lässt du deine Tochter nach Berlin ziehen? Ja, warum kommt deine Tochter nicht nach Polen? So, das ist eine Frage und die möchte ich jetzt von dir beantwortet haben, Dieter. Okay, Beata, klingt alles nicht so schön mit der Ex. Ja, Beata, es ist ja noch nicht mal meine Ex, es ist ja immer noch meine noch Ehefrau auf Papier. Ja, aber ich habe abgeschlossen und Magdalena kennt die Geschichte, ja, weiß, wie es ist. Und sie liebt mich trotzdem. Ja, wir haben trotzdem ein gemeinsames Kind zusammen. Ja, ist jetzt mittlerweile ein Jahr und, oh, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, ein Jahr und, na, ein Jahr und 11 Tage jung. Ja, und falls du jetzt fragst, wie sie heißt, ein typisch polnischer Name, ja, die Kleine heißt Agnieszka. Okay, Dieter muss noch warten. Okay, wir waren gestern in Berlin. Und wie oft? Okay, wie oft bin ich in Berlin? Ich versuche also so oft wie möglich nach Berlin zu fahren, um meine Tochter zu sehen. Meine älteste Tochter ist 19, ja, macht auch Abitur und geht auch nebenbei arbeiten. Und deswegen manchmal ist es problematisch, da mal kurz nach Berlin Abstecher zu machen. Ich war letzte Woche, oder Quatsch, vor 2 Wochen war ich dreimal praktisch hintereinander in Berlin, die Tage hintereinander drauf, weil ich hatte Zeit, ich hatte frei, musste nicht arbeiten. Und da habe ich gedacht, okay, überrasch schon meine Tochter, ne? Und dann fährst du einfach mal nach Berlin wieder. Ja, so, okay. Okay, ja, wegen dem Studium und dem Praktikumssemester. Oh, Dieter. Praktikum brauchst du nicht machen. Semester. Andersrum, was macht sie denn, deine Tochter? Moment. Okay, Beata. Nee, nee, ich möchte meine Tochter nicht in Polen wegen Studieren und Arbeit. DE ist das einfacher für junge Leute. Naja. Okay, Beata, können wir geteilter Meinung sein, ja? Also ich habe keine gute Meinung mehr von Deutschland, das tut mir leid, ja? Meine Tochter möchte auch zu mir nach Polen, ich habe gesagt, du machst dein Abitur erst zu Ende. Durch Corona verschiebt sich alles, sollte eigentlich in diesem Jahr fertig sein, aber das verschiebt sich alles bis aufs nächste Jahr hinaus. Ja, und wenn sie dann Abitur fertig hat, habe ich gesagt, du kannst gerne kommen. Ja, wir haben hier ein halbes Haus. Ja, auch alles in YouTube-Videos drin, könnt ihr alles nochmal nachgucken. Ja. So, anscheinend unterhalten nur noch wir beide uns, ja, sind nur noch 2 live dabei. Dann kann ich mal so frech sein und mir mal einen Kaffee nehmen. Typisch polnischer Kaffee. Ja. Apropos Kaffee, wie trinkt ihr euren Kaffee? Maschine oder Filterkaffee oder polnischer Kaffee? So. Ja, wie gesagt, wenn meine Tochter mit dem Abi fertig ist, sie würde gerne rüberkommen nach Stettin. Ja, habe ich gesagt, Nie, Beata, nie. Magdalena, ja, moja, Kobieta? Nie Kobieta, nie Kobieta. Meine Verlobte. Magdalena ist meine Schmerzschneidung. Ist meine Verlobte. Ja, ja, circa. Antonia. Und da geht's nämlich los. Ich kann verdammt gut auf Polnisch ziehen. Ja. Von 1 bis 8 geht's, 9 und 10 ist Feierabend, dann geht's bei 11 erst weiter. Das heißt, ich kann von 11 bis 18 zählen, 19 ist wieder Feierabend.
Oh, Beata. Nee. Okay, ja, es kommt immer darauf an, wo du in Deutschland kaufst oder welchen Kaffee. Ich kaufe ganz gerne den Kaffee bei Biertronka, der in der blauen Packung, irgendwas mit P. Jetzt kannst du mich wieder beißen. Na, hier, Antonia, ja, außerdem hast du ihren Rock. Also 18 plus 1. Weil ich kann 19 nicht aussprechen. Dieter, das ist es ja. Alexandra, Jessica. Alexandra, ja, Popolsko, Jessica. Tak, Alexandra, Popolsko. Jessica. Niemals. Na. Ja, Dieter, das ist das Problem mit der Nummer 9 und mit der Nummer 10. Djevinch ist, glaube ich, die 9 und Djevinch ist, glaube ich, die 9 oder die 10. Das Problem ist die 9. Das ist... Sag ich doch, Djevinch, das ist die 9. Das ist dann die 19. Check your data. Ich kann diese beiden Zahlen nicht aussprechen. Das geht wirklich bis 8. Und wenn ich mal die 9 brauche, dann sage ich mal Oshemiyeden oder Oshemidwa. So. Bis 20 kann ich auch noch zählen. Also bis 28. Und da heißt das wieder 28 plus 1 und 28 plus 2. Dann weiß ich, ich bin schon mal bei 30 angekommen. Ja, Dieter. Wir müssen uns wirklich mal zusammenpacken. Ich glaube, wir beide sind die besten Analphabeten hier in Polen. Ne? Aber ich habe auch gehört gehabt, also viele Polen, ja, können selber kein richtiges Polnisch. So, Alter, was ist jetzt mit ja? Dieter, ich glaube, deine Frau macht sich gerade über uns lustig. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ja, denn ich kann immer noch sagen, und du auch, Dieter, nichts für dich stehen Ausländer. Ja, wir können es machen, deine Frau nicht, sie ist ja Inländerin. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Moment mal ganz kurz eben, und zwar, ich habe noch einige Mails. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 habe ich noch. Ja. So, und zwar, wie ich das jetzt wieder heißt, irgendwelche werden vernachlässigt. Und zwar Michael T. Entschuldigung, Michaela T. aus Berlin. Ich bin Deutsche und würde gerne nach Polen. Was brauche ich für Dokumente? Wo kann ich als Deutsche Arbeit finden? Gefährliches Spiel, Dieter. Ganz gefährlich. Tak, Beata, tak, tak. Kurwa, Turk, tak. Genau, so sieht's aus. Besonders in Berlin, Beata. Ja, hier in Polen. Ja, ich bin stolz drauf, wenn ich auf die Straße gehe. Ich höre, egal in welche Richtung ich gucke, ich höre Polnisch. Ich höre Polnisch. Ja, ich höre jetzt also nicht irgendwie Türkisch, Syrisch, Afghanisch. Ja, und das Beste ist, und ich meine, Beata, da musst du mir auch recht geben, vielleicht recht geben, weil du hast ja schon fast deine Muttersprache verlernt, hier in Polen, die Frauen sind auf der Straße sicher. Die brauchen keine Angst haben. Ja? Das ist Wahnsinn, ist das manchmal. So. Achso, okay, warte mal ganz kurz eben, bevor ich den Faden verliere. Also wie gesagt, Michaela T. aus Berlin schreibt, ich bin Deutsch und würde gerne nach Polen. Was brauche ich für Dokumente? Wo kann ich als Deutsche Arbeit finden? So. So, du bist Deutsche, Michaela, und Tak, Beata, tak. Oh, wie ja. Wir müssen uns endlich mal privat treffen auf dem Kaffee.
Quatschliste. So, okay, nochmal zu dir, Michaela. Also Michaela T. aus Berlin. Okay, du bist Deutsche. Welche Dokumente brauchst du? Ja, das ist mal wieder eine Frage, wo ich eigentlich wieder mit Gegenfrage beantworten muss. Welche Dokumente brauchst du für was, liebe Michaela? Ich gehe jetzt mal davon aus, deine Frage war, du bist Deutsche und würdest gerne nach Polen. Was brauche ich für Dokumente? Also entweder einen gültigen Reisepass oder einen gültigen Personalausweis. So, dann kannst du einreisen hier in Polen. Polen ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Europäischen Union. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wo kann ich als Deutsche Arbeit finden? Michaela, eine Frage. Warum schreibst du eigentlich immer unbedingt, ich bin Deutsche und würde gern? Wo kann ich als Deutsche Arbeit finden? Ja, oh, Beata. Michaela, nochmal zu dir zu kommen. Schreib doch nicht immer, ich bin Deutsche und würde gerne nach Polen. Du kannst auch aus einem anderen Land kommen, ja, und kannst nach Polen. So. Jeder hier ist in Polen willkommen. Eigentlich ist jeder hier in Polen willkommen. So. Für Dokumente habe ich eben gesagt gehabt, gültigen Reisepass oder den sogenannten Bundespersonalausweis reicht. Ja, wo kannst du als Deutsche Arbeit finden? Genau. Dieter. Ja, liebe Michaela, warte mal, ich sehe auch gerade, du bist jetzt auch hier nicht online. Ich habe die zwei zu sehr und mit denen unterhalte ich mich gerade, ganz lieb und nett. Ja. Sind verheiratet und wer weiß, wie lange die nach dem Gespräch, nach dem Livestream noch verheiratet bleiben. Ja. So Michaela, ich habe jetzt einfach mal die Internetseite verlinkt. Michaela, und morgen Abend, also am Sonntag, vielleicht schaltest du später ja nochmal zu hier, oder guckst es dir heute Abend nochmal an später. Ja, bleibt im Facebook drin, da wird aufgezeichnet. Ist bei den Kommentaren alles nochmal verlinkt worden, wo du Arbeit finden kannst. Ja, Google ist schlau, du kannst es auf Deutsch übersetzen lassen. Ja, das ist, was du brauchst oder was du haben solltest. Ja, wenn du hier um Arbeit bemühst, eine polnische Telefonnummer, wenn du hier bist. Es gibt Prepaid-Karten, da zahlst du 5 Zlotys pro Monat. Ja, und hast, glaube ich, 200 oder 300 Minuten. Nee. Nein, Moment, 5 Zlotys, hast, glaube ich, unlimitiert Anrufe und SMS ins polnische Netz und ich glaube 300 Megabyte Internet. Ja, und ganz ehrlich, das polnische Internet, ja, also ist 1000-mal besser, auch Telefonie, ja, wie drüben in Deutschland. So, okay, kannst ja fast zu uns rüber schwimmen, wenn du gerade kein Auto hast. Dieter, ich kann auch rüberrollen. Ich meine, Golenio ist ja nicht weit weg. Ja, okay. Genau, ja, der Stuttgart, okay. Ja, ich weiß nicht, wo es unsicherer ist jetzt. Ja, okay, ich meine, da gab es ja viel. Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Köln. Also, du bist, glaube ich, in komplett Deutschland nirgendwo mehr richtig sicher. So. Okay, schauen wir uns nochmal die nächste an. Ja, Sabine G. aus Ludwigslust. Ich möchte mit meinem Freund nach Polen. Ist das möglich? Liebe Sabine, es ist möglich. Natürlich ist es möglich. Ja, jeder kann nach Polen kommen. Ja, jeder ist hier in Polen willkommen. Ja. Und das gilt jetzt nicht nur für Dieter und Beata, die einzigen, die jetzt gerade noch zuschauen, sondern das gilt für alle, die auch jetzt im Moment das YouTube-Video von Samstag, also von heute sehen, ja, oder eben heute den Livestream kann man später angucken. Bitte, wenn ihr in Polen seid, ja, es gibt 3 Wörter. Und diese 3 Wörter, mit diesen 3 Wörtern, ja, erreicht ihr viel, viel mehr und ihr habt
ich sag mal, schon mal mindestens 50% der Polen auf eurer Seite. Ja? Bitte lasst eure deutschen Manieren oder allgemein, ich sag jetzt mal, eure Manieren aus eurem Heimatland, da wo es geblieben ist, ja? Da wo es hingehört, ja? Hier in Polen, ja? Wird ganz, ganz großer Wert auf Freundlichkeit gelegt. Ja? Das heißt, wenn ihr irgendwo reinkommt, und nein, was nicht, wenn ihr irgendwo reinkommt, wenn ihr mal ein Problem habt und ihr möchtet jetzt, und ihr sprecht jetzt einfach mal eine Person an, weil ihr nach dem Weg fragen wollt, ja, dann gibt es diese drei, ja, goldenen Wörter. Und die müsste bei euch oben im Kopf, die müssen drinnen sein. Ja? Vergesst eure Manieren, eure Erziehung. In Polen ticken die Uhren anders. Ja? Wenn ihr diese drei Wörter nicht drauf habt, oder ihr wollt sie nicht sagen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann kommt gar nicht erst über die Grenze, weil dann habt ihr verloren. Ja? Und diese drei Wörter sind Przepraszam, Entschuldigung. Egal, was ihr macht, ja? Wenn ihr auf der Straße seid und sprecht jemanden an, ja, sei es wegen, weil ihr raucht, ihr seht, die Person raucht, ihr möchtet Feuer haben, ihr wollt nach dem Weg fragen, ihr wollt wissen, wie spät es ist. Przepraszam, ihr entschuldigt euch erst einmal, ja, dass ihr diese Person ansprecht. Ja, und wenn die Person euch anguckt, ja, dann heißt das nicht, wie komme ich nach oder hast mal Feuer oder sonst irgendwas. Ja. Dann kommt nämlich Proszę. Bitte. Bitte haben Sie. Bitte können Sie. Bitte. Ja, das ist in verdammt vielen Ländern, ja, in Vergessenheit geraten. Und zum Schluss bedanken. Dziękuję. So. Przepraszam, Entschuldigung. Okay? Dann, na, proszę. Ja? Und dann, dziękuję, bedanken. Ja? Ihr werdet euch auch bedanken, wenn euch nicht weitergeholfen werden konnte. Es ist die Höflichkeit. Ja? So. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr jetzt irgendwo in ein Restaurant kommt, in ein Lokal oder sonst irgendwo hin, ja, dann Dzień dobry. Ja, dieses ganz normale, freundliche Guten Tag, Dzień dobry. Ja. Wenn ihr Leute, Nachbarn, ja, ihr seid da, ihr seid im, zum Beispiel im Hotel, ihr kommt raus und seht Mitbewohner im Hotel, ja, grüßt sie doch bitte einfach mal. Ihr sollt euch nicht unterhalten, ganz normal, Dzień dobry. Das ist die Freundlichkeit. Und die wird in Polen groß geschrieben. Sehr, sehr groß. Ja. Okay. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es gibt das Dzień dobry. Ich meine, das könnt ihr morgens, mittags und abends sagen, das ist kein Problem, das könnt ihr auch nachts sagen. Ja. Aber wenn ihr euch so ein bisschen eingepolnischt habt, sagt man hier eigentlich, sobald die Sonne fast untergegangen ist, Dobra wieczór. Ja, müsst ihr nicht sagen, aber der Höflichkeit halber sollte man es sagen. Ja, so. Ja. Dann gibt es noch die zweite Art von Grüßen. Ja, das ist dann aber erst wirklich, wenn ihr Freunde habt. Ja, oder Nachbarn, wenn ihr schon. Wenn ihr jetzt Nachbarn habt und ihr begegnet euch jeden Tag sowieso, ja, ihr müsst nicht immer Dzień dobry grüßen. Ja? Das ist genau wie bei uns der Nachbar. Ja? Wir grüßen uns auch nicht mehr mit Dzień dobry oder Dobra wieczór. Nein. Ja? Cześć. Ganz normal, kurz und bündig, Cześć. Das ist Hallo und auf Wiedersehen. Ja? Aber das sollte man wirklich nur machen mit sehr guten Freunden oder sehr guten Bekannten. Und einer Personengruppe, die jünger ist als ihr. Ich würde niemals, nur weil ich hier spawn, bei uns hier im Einkaufsmarkt, so ein kleiner Supermarkt, weil ich
die Kassierin kennen. Ja, also ist deutlich älter wie ich. Begrüße ich nur mit Dzień dobry oder eben halt mit Dobry wieczór. Ja, ich würde niemals auf die Idee kommen und zu ihr sagen, Cześć. Ja, das ist schon mal der Anstand. Ja, also, wie gesagt, die drei berühmten Wörter. Wie waren die doch gleich nochmal? Genau. Sprechen, Brosche und? Und? Habt ihr es wieder vergessen, ja? Und Schenkulier. Also Entschuldigung, bitte, danke. Ja, und deine Begrüßung. Ja? Dzień dobry. Ja, und Dzień dobry. Ja, ist die Verabschiedung. Auf Wiedersehen. Ja, so. So, ihr beiden Lieben, ich mach mal eben ganz kurz, gibt es mal eine kurze Pause. Ja, der Livestream bleibt laufen. Ja, es gibt eine ganz kurze Pause. Ja, ich muss nämlich nochmal kurz darüber. Ich muss mir ganz kurz eben nochmal Unterlagen holen, die ich ausgedruckt hatte. Ja, also das Bild könnte jetzt ganz kurz schwarz werden. Ja, aber ihr legt jetzt bitte nicht auf. Ja, in 5 Minuten sehen wir uns wieder. Also in polnischen 5 Minuten. Und Beate Weiß. Beate, ich bin gleich wieder da. Ja, Gernschminut. Popolskopminut. Zack. Okay, ich bin gleich wieder da für euch. Also bitte nicht weglaufen, bleibt dran. Bis gleich. 5 Minuten, 5 polnische Minuten. Ich bin wieder da. So, warte mal ganz kurz. Tag, Beata, Tag. 5 Minuten. Da, Pogodzina. Ja, aber nein, entschuldige bitte, Beata, es waren jetzt 5 deutsche Minuten. Minuten. Borge, Borge. Ja, ich habe gleich hier irgendwas gehabt, auch das brauche ich ja nochmal. So, okay. Okay, alle Nachbarn bei uns winken und grüßen immer. Ja, natürlich, so gehört sich das ja auch. Entweder winken oder grüßen. Die hören das auch zu grüßen, immer wieder zurückgrüßen oder zurückwinken ihm halt. Okay. Genau. Und die Polen haben sehr viel Respekt vor älteren Leuten. Du, das sehe ich auch zwischendurch mal, wenn ich mit der Tram manchmal unterwegs bin, also mit der Straßenbahn. Wenn ich mal einsteige, das war das noch vor der Corona-Krise, ja, ist mittlerweile, glaube ich, immer noch so, Bauarbeiter machen wieder Krach. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Hier wird gebaut. Ja. Was soll ich sagen? Man steigt ein. Ja. Ich sehe ja nicht alt und zerbrechlich aus. Wenn wirklich Kinder sind, ja, die bieten dann auch sofort den Sitzplatz an. Stehen auf, Branche. Also, da frage ich mich auch. Ja.
Wieso sind die Kinder so gut erzogen? Ich rede von Kindern. Dann gibt es natürlich jetzt noch die jungen Erwachsenen, die möchte gern Erwachsenen. Das sind dann die so zwischen, ich sag jetzt mal so, zwischen 16 und 18. Die meinen, sie können oder sie sind was Besonderes, was Besseres. Ja. Aber sonst, polnische Freundschaft wird sehr groß geschrieben. Okay, warte mal, wir. Ja, warte. So, das Schöne ist, wir müssen ja nur noch uns in Deutschland abmelden. Das geht eigentlich auf dem Amt mit einem Termin, das geht ruckzuck. Und Autos ummelden. Genau, ja. Wie gesagt, ich mache mich nachher schlau. Ja, und schreibe euch das mal per Privatnachricht. Ich meine, das reicht ja, wenn ich einem die Nachricht schreibe. Ich glaube, Beata, Angleski, Popolsku oder doch Deutsch, die Antworten. Beata, du musst bestimmt eine rauchen. Nein, natürlich habe ich jetzt keine geraucht. Ich musste mal kurz austreten, wer das genau wissen will. So, okay. Warte mal, wir haben da immer noch E-Mails. Das sind keine neuen, das sind welche, die schon da waren. Okay, Sabine habe ich jetzt schon durch. Gut, okay, ich kann diesen Bildschirm jetzt auch nicht teilen, nicht splitten. Aber ich versuche mal, diese E-Mails, also Absender unkenntlich machen und auf dem YouTube-Video bei der Wiederholung einfach mal mit einzubinden. Jens L. aus Unbekannt. Warum wollen alle nach Polen? Ich habe gehört, dass die uns Deutsche nicht mögen. Ja, Jens, genau. Ich weiß nicht, welche Einstellung du jetzt zu Polen hast. Ich weiß, ich muss jetzt knallhart muss ich jetzt sagen, ich rede jetzt einfach mal ganz normal auf Hochdeutsch mit dir, Jens. Deine Frage, warum nach Polen? Ja, genau. Warum stellst du diese Frage? Wenn du schreibst, ich habe gehört, dass in Polen die Deutschen nicht mögen. So. Ja, ich sag's mal andersrum. Die Polen mögen grundsätzlich, ja, von Natur aus keine Ausländer. Komma. Und jetzt weiter zuhören bitte, Jens. Weil ein Komma heißt immer, es folgt doch was. Es ist kein Punkt, es ist kein Ausrufezeichen. Es ist auch kein Fragezeichen für eine Frage, wo du antworten musst, ja? Es ist ganz einfach. Die Polen mögen keine Ausländer, die hier rüberkommen, ja? Und meinen, ja, ich bin, keine Ahnung, ich komme aus Land X, ich bin was Besseres. Ja? So, und wenn du dann irgendwann mal das Video siehst oder so, ja, also auf Facebook wird es auf jeden Fall bleiben und auf dem YouTube-Kanal auch, wie gesagt, mit solcher Frage, ja, du sagst immer, warum wollen alle nach Polen? Ich habe gehört, und das ist immer das Schöne, ich habe gehört, Jens, von wem hast du es gehört? Von wem hast du gehört? Ja, dass die Polen die Deutschen nicht mögen. Ja. Da, oczywiście. Ja, ja, genau. In den Kommentaren wird gerade geschrieben, ja, weil es ist ein Livestream. Ja. Du warst sicherlich noch nie in Polen. Ja. Oder du warst vielleicht in Polen. Ja, und hast dich aber komplett daneben genommen. Ja, du hast die Regel jetzt wahrscheinlich nicht beachtet. Habe ich leider auch schon öfters gesehen. Ja, wenn ich mal mit meiner Kleinen irgendwo essen bin. Und es kommen wirklich diese deutschen Maulhelden. Ja, das sind dann die gerade mal 18 Jahre alt. Ja, und glauben, die kommen nach Polen und können alles reißen. Ja, ich habe schon oft mitgekriegt. Ja. Guck dir mal die Olle an. Das ist ein Geschoss. Die ist doch selber schuld, wenn ihr was passiert in ihrem Minirock an. Nein, ist es nicht. Ja. So, und jetzt sage ich dir mal was, Jens. So einer wie du, meiner Meinung nach, meiner ehrlichen Meinung nach, ja,
Vergiss es. Für dich ist Polen nichts. Nicht einmal für Urlaub. Ja? Weil schon die dumme Frage, ich habe gehört. Ja? Das heißt, du warst einer, der noch nie in Polen war. Und du hast es sicherlich von deinem Landsmann gehört. Ja? Also deswegen, vergiss es. Ja? Bleib da, wo du bist. Es ist für dich besser und wahrscheinlich auch gesünder. So, da haben wir noch eine letzte Mail, aber ich kümmere mich mal wieder um meine beiden Lieblinge hier. So, jetzt mal E-Mail-Fenster zu. Genau, Beata, ja, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ne? Also, der war noch nie in Polen. Genau, ja, das ist es ja, Beata, was ich gesagt habe. Nette Leute sind immer willkommen. Ja, du musst freundlich sein. Ja, schön, dobre, du kommst rein. Schön, dobre. Ja, proszę, jeden kawa. Ja, und nicht irgendwie rein, jeden kawa. Ja, weil jeder ein Pivo oder jeder ein Tyske. Ja, ich meine, wir sind nicht in Deutschland. Ja, ich meine, ich lebe hier in Polen. Ich gehe rein, ich grüße mit guten Tag. Ja, bitte ein Kaffee. Bitte ein Bier. Bitte ein Glas Wein. Ja, oder bitte ein Eis. Ja, und das ist das Problem, was viele, die hier rüberkommen, ja, komplett vergessen haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Deutsche habe ich hier schon mitgekriegt, die sind schimpfen wie ein Rohrspatz. Ja, kommen an, ja, besonders im Biertrunkermarkt. Ihr wisst es selber, die Kassierer arbeiten so, wie sie bezahlt werden. Ja, die sind, ich will mir nicht sagen langsam, aber sie nehmen sich für jeden Kunden wirklich Zeit. Na, wenn eine ältere Dame da ist, ja, und sie erzählt erstmal ihre Lebensgeschichte, dann hört sich die Kassiererin die Lebensgeschichte an. Und nur weil ich der Darauffolgende bin und die Schlange hinter mir wird länger, muss ich als Deutscher noch nicht rumschreien, ne, geht's noch schneller oder mach mal noch eine Kasse auf. Und das alles noch in Deutsch rumschreien. Als ob die Polen verpflichtet sind, Deutsch zu sprechen. Nein, wir sind verpflichtet, ja, Polnisch zu reden, wenn wir hier sind. Und nicht umgekehrt. So. Ja, Dieter. Du, aber ganz ehrlich, die Personen aus dem Familienkreis, die denken, dass die kleinen Kinder gefressen werden. Doch ein bisschen Wahres ist dran. Ja, also meine Schwiegereltern oder zukünftigen Schwiegereltern, ja, wohnen in Police. Ja, wie Herr Kletschka geboren ist, ich habe gedacht, ich kriege mein eigenes Kind nicht wieder. Ja, ich habe wirklich gedacht gehabt, der holt gleich einen Teller so mit Salatblättern und so nach dem Motto, nochmal nach 9 Monaten kannst du noch mal eine Stunde ab in den Backofen, bis das Kind dann wirklich gar ist. So, okay. Genau, Familie, ja. Ja, aber es ist wirklich so, die da, also viele denken, dass das sind nicht nur Deutsche, es sind allgemein viele nicht Polen, ja. Oder die Leute, die noch nie in Polen waren, ja, also die denken auch, sind was Besonderes, wenn sie rüberkommen, sie sind Deutsche. Hör nach dem Motto, ich bin Deutscher, was bist du? Du bist doch nur Pole. Ja. Was hast du schon? Ja. Und ich habe das schon in vielen Facebook-Kommentaren geschrieben gehabt, Polen ist ein kleines Land. Nein, nicht ein kleines Land, andersrum. Polen, ja, ist ein kleines Land im Gegensatz zu Deutschland. Aber Polen ist ein verdammt starkes Land. Ja? Und dann wird sich jetzt aufgeregt, ja, dass hier fast täglich demonstriert wird. Und das Problem ist, die Leute, die schreien immer, ne, na, warum demonstrieren die hier alle fast tagtäglich wegen Corona? Ja. Kurva Corona. Ja, die Frauen gehen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Das habe ich schon so oft in die Kommentare geschrieben. Ja, und dann kriegt man nur dumme Antworten, wie zum Beispiel, ja, meinst du, ich bin blöd? Wenn dann die Antwort kommt, ja, du hast doch geschrieben, um Corona, aber die haben um ihre Rechte gekämpft. Ja, da kommt auch kein Kommentar mehr. So, Arroganz, so sieht es nämlich aus, Beata, hat in Polen nichts zu suchen. Ja, hier heißt es, freundlich sein. Du musst dich den Gegebenheiten anpassen. Ja, wenn ich mich Gemütlichkeit, sage ich jetzt mal. Ja, die Polen sind gemütlich. Ja, Beata, ja, genau, ja. Da, ja,
natürlich, Polen ist größer als Deutschland, da hat nur weniger Einwohner. Ja, das ist ja das, was ich damit meine. Also Polen ist zwar kleiner, aber stärker. Ja, weil hier wird noch Familie zum Beispiel, Familientradition wird hier noch groß gehalten. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es bei dir ist, Beater. Was ist dir eigentlich lieber, ja, wenn dein Mann dir Blumen zum Geburtstag schenkt oder zu deinem Namenstag? Welcher Tag ist für dich am wichtigsten? Ich meine, du bist Polen. Wobei, warst du ja lange nicht mehr in Polen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du antwortest. Also, Alter, was ist wichtiger? Geburtstag oder Namenstag? Bin ich mal gespannt. Ja. Okay, ist wieder Zeit versetzt wahrscheinlich. Genau. Ja, ja klar, ich meine, Polen hat weniger Einwohner. Ja, aber die Polen, wie gesagt, die polnische Familie, die hält zusammen. Ja, ich meine, Magdalena ist 38, wie sie kennengelernt habe. Sie lebte noch bei ihren Eltern. Ja, in Police. Kennengelernt habe ich sie hier in Stettin, in der Pizzeria. So. Ja, der Frau natürlich. Borgia. Der Frauenstreik ist notwendig. Ja, natürlich ist der Frauenstreik notwendig. Genau. Na? Dieter. Oh, Borgia. Beata, ich denke, du bist Polen. Und einer Polen. Ich sag mal, wenn du bist original Polsko, ja, ist der Namenstag wichtiger wie der Geburtstag. Ja. So. So, Beata, Beata, lass mich mal überlegen. Ist Beata jetzt der polnisch, ist das jetzt ein polnischer Kosename für Beata? Nee, Bärbel nicht. Nee. Beata. Okay, ich sag mal, bei Magdalena weiß ich. Ja, Magdalena. Dann gibt's Magda. Dann gibt's Mascha. Drei Namen. Drei Namenstage. Ich habe gesagt, entscheide dich für einen. Nicht in Schlesien? Borgia. Das hat auch damit nichts zu tun, wo. Du bist Polen und da ist der Namenstag wichtiger. Deswegen, den Namenstag von Magdalena oder von Schwiegereltern oder von der Schwester, so mehr oder weniger, ja, darf ich niemals vergessen. Ja. Okay, Papa, der will eine Kiste Bier. Ja. Mama nimmt zwei Kisten Wodka. Schwester kriegt einen feuchten Händedruck. Ungefähr. Ja. Also wie gesagt, die wichtigsten Tage, so wie ich es mir jetzt so eingeprägt habe, Namenstag, Geburtstag, diese Reihenfolge. Ja, okay. Genau, Dieter. Und Dieter, ich muss ganz ehrlich sagen, guck doch mal in den polnischen Kalender nach. Ich glaube, der Name Dieter... Ja, da wirst du ein Problem haben. Dann wirst du wahrscheinlich die nächsten 1000 Jahre noch auf den Namenstag warten müssen. Ja, okay, Francisco eigentlich auch nicht, aber dann geht es nämlich noch weiter. Man nennt mich auch zwischendurch hier Framek, Franciszek, ja, und Franco nennt man mich, aber das ist so ein Name, den ich überhaupt nicht mag, habe ich den Leuten gesagt. Ja, aber Francisco ist der Spitzname Franco. Ich sage es schön und gut. Ja. Ich sage, das wäre dasselbe, wenn ich zu dir sagen würde, Adolf. Ja, ich sage, habe ich einmal gesagt, ich sage, Kosenamen, Spitznamen hier in Polen, ist alles okay. Ich sage, ihr könnt alles sagen zu mir. Ja. Aber bitte nicht Franco. Ich habe den Leuten das erklärt. Franco war praktisch der Adolf in Spanien. Und deswegen, und sie haben es verstanden, respektiert und akzeptieren es auch. Und seitdem habe ich auch nie wieder den Spitznamen von irgendjemandem Franco bekommen. So, okay, Schlesien ist anders. Oh,
Beate. Jetzt bist du aber in Golenio. Darum bekommt Dieter keine Geschenke. Weil steht nicht im Kalender. Das ist doch gut, Beate. Siehst du, Dieter, ich wusste es doch. Ich bin doch mehr polnisch wie deutsch jetzt. Ja, also Namenstag hast du nämlich nicht. Aber Beate hat doch Geburtstag. Oder fällt er flach? Da kommt zum Geburtstag, kannst du mir mal ein Geschenk geben. Zum Beispiel eine Rechnung für ein paar neue Schuhe für dich oder so. Ja, weil auch die kleinen Gesten. Ja, so, gut, okay. So sieht es mich aus. Warte mal, ich habe noch eine Mail. Tag, Dieter, oczywiście. Ja, kocham się. Ja, das ist Liebe. Dieter, du hast der Frau Geschenke zu machen. Ja, und nicht die Frau dem Mann. Nicht wahr? Ich habe Magdalena gefragt gehabt. Na, ich sag, Schatzi, ich übersetze einfach mal aufs Deutsch, Dieter. Na, habe ich gesagt, Schatz, was würdest du machen, ja, wenn ich im Lotto gewinnen würde, hier in Polen? Da meint sie zu mir, hier teilen die halbe und ich verlasse dich. Habe ich gesagt, ist super. Warum hast du gewonnen? Ich sage, natürlich habe ich gewonnen. Ich sage, du kriegst die Hälfte daraus ab? Meint sie, natürlich. Was hast du denn gewonnen? Ich sage, roundabout 6 Slotty. Ich sage, du kannst alles haben. Wenn du jetzt sofort abhaust. Spaß beiseite. Mache ich jeden Tag mit meiner Anwesenheit. Was machst du jeden Tag mit deiner Anwesenheit jetzt? So, warte mal ganz kurz. Eben. Eine Katrin. Katrin. Herkunft unbekannt und. Oi. Oh, Boże. Dieter, deine Anwesenheit ist für die Frau kein Geschenk. Das ist ein Muss. Weil irgendeiner muss ja kochen, waschen, bügeln, putzen, einkaufen und Geld verdienen. So, ich habe jetzt hier mal ganz kurz noch eine Mail, eine letzte. Okay, eine Katrin. Boże, ey. Das Deutsch, das ist. Warte mal. Lass mich jetzt mal sortieren. Okay, also Katrin hat sehr schlechte Erfahrungen mit Polen hier in Deutschland gemacht. Ist das ein... Also eine Katrin mit sehr, sehr schlechtem Deutsch schreibt, ich habe also ungefähr, ich habe schlechte Erfahrungen mit Polen in Deutschland hier gemacht. Ist das in Polen auch so? Liebe Katrin, ich will jetzt nicht zu nahe treten. Aber kann es sein, dass du nicht deutsch bist? Ja? Oder ich gehe mal davon aus, dass du nicht deutsch bist. Wenn du schlechte Erfahrungen mit Polen in Deutschland gemacht hast und die Frage stellst, so ungefähr, ob das in Polen auch so ist, frage ich dich jetzt erstmal, was heißt für dich schlechte Erfahrung? So, Erfahrung, die kannst du nur selber sammeln. Ja, da musst du praktisch mal nach Polen kommen, das Wochenende, ja, ich kann jetzt auch nicht empfehlen, wo du hinkommen sollst, ja, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land du kommst, aber du hast wirklich ein sehr, sehr schlechtes Deutsch, also Fehler ohne Ende, und zwischendurch könnte ich fast behaupten, der Name Katrin könnte Katarzyna sein, weil dann hättest du auch polnisch geschrieben und nicht auf Deutsch, ja. Also, schlechte Erfahrungen mit Polen in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht sagen. Komm nach Polen, ja, und mach selber Erfahrungen. Ja, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ob das in Polen auch so ist, wie ich es schon gesagt habe, musst du mal zurückspulen dann. Freundlichkeit wird groß geschrieben. Ja. Ihr müsst freundlich sein hier in Polen, dann werdet ihr auch freundlich behandelt. Oder andersrum, so wie ihr behandelt werden wollt. Müsst ihr auch den Leuten entgegenkommen. Ja, so okay.
Das war die fünfte Mail und mehr sind nicht reingekommen. Und die Mails, die jetzt zufälligerweise noch reinkommen sollten, die werden auch nicht mehr beantwortet. Ja, weil wir jetzt genügend haben. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay. Okay, und zwar Robert Stahl weiß live, war live vor 6 Stunden. Ach so, okay, das war vor 22 Stunden. Ah, da war vor 6 Stunden gepostet ein Video auf Facebook bei der Demonstration der Frauenbewegung. Ja, und in Warschau. Und wenn ich mir das jetzt so ein bisschen angucke und ich kann keinen Bildschirm teilen, und das ärgert mich jetzt im Moment so. Ja. Oder vielleicht kann ich euch das mal den Link reinschieben. Genau, den Link müsste ich euch doch da rüberjucken können. Okay, wartet mal. Da bin ich ja. Genau, da bin ich wieder. Genau, da hat er. Da kommen keine Kinder wegen Corona. Wobei hier in Polen, wie? Du wartest hier in Polen auf deine Kinder? Warte mal, ich frage Kinder. Es ist Halloween. Ja, warte mal ganz kurz. Und zwar, ich schicke euch da mal einen Link rüber. Ja, und das ist die Frauenbewegung in Warschau gewesen. War gestern, das Video ist vor 22 Stunden hochgeladen worden. Den Link müsste man anklicken können, genau. Sehr interessant. So, okay. Ja, es ist sehr, sehr traurig. Und heute um 20 Uhr, also 2 Stunden später, wie angekündigt, mache ich ja auch die Gewinnvideos zu Weihnachten. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wo mein Busenkumpel Kai aus Polkowice ist. Der hatte sich ja auch angekündigt, ist mal wieder nicht mit dabei. Aber das macht nichts. Er wird auf jeden Fall entweder später nochmal die Wiederholung hier auf Facebook sehen oder sieht es jetzt heute am Sonntag eventuell. Also jetzt Sonntag sage ich jetzt mal, wenn das die YouTube-Wiederholung ist. Kann man das kurz eben, ne? Was soll ich sagen? Genau, Weihnachtsmärkte sieht wahrscheinlich auch mehr schlecht wie recht aus. Ja, so wie das aussieht, ist durchgesickert, dass eventuell ein Lockdown hier in Polen erfolgen soll. Ja, und wenn ein Lockdown hier erfolgt, dann werden auch keine Weihnachtsmärkte stattfinden. Ja, es ist genau wie jetzt am 1. Es ist ein polnischer Feiertag. Beata, du weißt, welcher Feiertag am 1. jetzt ist? Dann schreib doch mal als Polin. Oder weißt du das vielleicht, Dieter? Ich brauche noch einen Kaffee haben. So, ich warte jetzt auf eine Antwort. Was ist der 1.11. für ein Feiertag? Dieter oder eben Beata? Das muss doch einer wissen von euch, oder? Wir uns die Tastatur mal zur Seite. Na komm, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja? Und das ist das, was mich jetzt auch ziemlich traurig macht. Ja? Friedhöfe hier in Polen sind geschlossen. Und ja, genau. Vergiss Facebook. Und zwar am Montag ist ja Allerheiligen. So, und Beata müsste es als Katholikin, als Polin wissen, was am 1.11. so besonders ist. Gerade hier in Polen. Ja. Und besonders, dass jetzt die Friedhöfe geschlossen sind. Ja, das. Ja, Dieter, so ähnlich wie Toten Sonntag. Ja, richtig. Genau. Und was machen wir auf dem Toten Sonntag, Dieter? Ich gucke jedes Mal da vorne hin, wo die Kamera dabei ist. Also nimmt es mir nicht übel, weil wie gesagt, Handy ist da, Fernseher ist da. Und die Webcam schmeiße ich wirklich bald mal weg. Nein, die Webcam ist weggeschmissen, an die Wand geschmissen. Nee, Dieter, nicht Totensonntag, da gibt es einen anderen Begriff für.
Tote Sonntag, der ist morgen. Ich rede. Warte mal. Der erste, warte, der erste, der erste. Jetzt habt ihr mich wirklich erwischt. Genau, Friedhöfe sind geschlossen, Beate, richtig, das ist es ja. Und ich glaube, das, genau, das ist mehr wie schlimm. Weil Polen, die pilgern auf die Friedhöfe, um ihre Toten die Ehre zu erweisen. Ja, Blumen niederzulegen und zu beten. Ja, und das ist das, ja, fast durch das Verbot, auf den Friedhof zu gehen, weil sie geschlossen sind. Ja. Das Schlimmste sein kann, was man einem Menschen eigentlich antun kann. Ja. So. Und dann hatte ich auch noch heute in der Facebook-Gruppe, hatte ich noch, ich glaube, das war auch die deutsch-polnische Freundschaft. Ja, da hat eine Nicole so einen netten Kommentar geschrieben. Ja, so nach dem Motto, wenn die Friedhöfe zu haben, ja, was ist da dran so schlimm? Und ha, 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 so mit lachenden Smileys. Gab es auch mal einen Kommentar von mir dazu. Ja, man kann sich doch jetzt nicht lustig machen. Ja, wenn Leute, ja, auf den Friedhof gehen wollen, ja, und wollen ihre Eltern, vielleicht Geschwister, vielleicht sogar noch schlimmer, die eigenen Kinder, ja, am Grab besuchen, an diesem heiligen Tag. Und denen wird das verboten. Ja. Was denkt sich die Politik dabei? Und ich will es jetzt nicht beschwören, ja. Nee, die Wälder schließen nicht, da brauchst du keine Angst haben. Die bleiben offen, die verteidige ich hier. Ja. Nein, aber ich meine, wie kann jemand etwas verbieten, ja, was eigentlich gegen die Verfassung verstoßen tut? Ich bin politisch nicht ganz so wie in Deutschland. In Deutschland weiß ich, verstößt gegen das Grundgesetz, es gibt Strafgesetz, es gibt etc. pp. So, Beata, deswegen frage ich nämlich jetzt dich als Polen. Es gibt eine polnische Verfassung. Ja, darf sowas in einer Verfassung oder andersrum, die Gesetze, die müssen doch erstmal durchs Parlament durch. Die können nicht einfach sagen, da, Gott, ja, natürlich sind morgen Proteste, ich weiß. Ja, es sind morgen wenige Corona-Proteste, aber viel für die Frauenbewegung. Ja, ich war letzte Woche, war ich hier Brava Portola, hier in Stettin, ganz in der Nähe von Cascada. Ja, ich bin mit den Frauen auch mitgelaufen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Frauen sowieso, ich habe, wie gesagt, mein Polnisch ist nicht das Beste. Die haben geschrien und getobt, aber richtig geschrien, als ob die abgeschlachtet werden. Dieter, widersprich niemals einem Möchtegern-Polen, so wie mir. Nein, in Polen heißt es Allerheiligen und in Deutschland, ja, heißt es Totensonntag. Aber hier heißt es Allerheiligen. Ja? Denk dran. Ja? Und wir kommen gleich zu dem nächsten Feiertag. So, wie gesagt, bei der Frauenbewegung Brava Portola am Galeria bzw. Händlore Cascada war ich mit dabei und die Frauen, ja, sie haben mich nur angeguckt, ja, irgendwas auf Polnisch, weil sie, ich sage, Szczepreszam, ich sage, ja, wir sind nicht mal auf Polsko. Ja, die Antwort war, where do you come from? Ich sage, from Germany, but I'm living here since 2018 in the wonderful Stettin. Ja, sie hat mich in den Arm genommen. Ja, es gab dieses freundschaftliche Links, Rechts, Links-Küsschen. Ja. Wie gesagt, hat mich in den Arm genommen, ja, hat meine Hand mit nach oben gerissen, hat mir ein Schild in die Hand gedrückt, ja, was ich hochhalten soll. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber ich habe es mitgemacht.
Und das Schöne ist, die Polizei steht. Genau, Beata, richtig. Es geht ja nicht nur jetzt um behinderte Kinder, zur Abtreibung. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn Frauen mal wirklich vergewaltigt werden, ja, möchte ich auch, oder na, das heißt, möchte ich nicht, möchte wahrscheinlich die Frau auch nicht das Kind gebären. Ja, okay, Beata, du bist für Abtreibung. So, Moment, jetzt, okay, wie gesagt, ich gebe dir recht, ich bin auf Abtreibung, aber nur unter den Kriterien. Es wird festgestellt, schon das Kind, ja, ist wirklich behindert, würde wirklich behindert zur Welt kommen oder wird die Geburt oder wird die Mutterleib gar nicht überleben, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, man kriegt ja so mit, Hirnschäden, kann sein, Herzschäden, Lunge haben sich gebildet, etc. pp. Dann sollte die Frau das Recht haben, das Kind abzutreiben. Ja? Denn dann ist der Schmerz, sage ich jetzt mal, meines Erachtens, und das ist wieder, ich kann mich jetzt nicht in die Lage der Frau hereinversetzen. Ja? Ich möchte auch nicht für 24 Stunden meine Frau sein. Ja? Aber ich glaube, wenn man schon im dritten Monat weiß, das Kind, das hat keine Überlebenschance oder das wird schwer behindert zur Welt kommen, ja, oder wird ohne Arme oder ich sag mal ohne einen Arm zur Welt kommen oder sonst irgendetwas, wird missgebildet zur Welt kommen, ja, und der Frau wird gesetzlich verboten abzutreiben bei solchen Sachen und das Kind kommt zur Welt, ja, es ist wahrscheinlich noch eine Totgeburt. Ich glaube, nein, nicht ich glaube, ich bin mir fast 1000% sicher, ja, wenn das Kind tot geboren wird, ja, ist es für die Frau wahrscheinlich noch härter, als wenn der Arzt sagt, das Kind wird keine Überlebenschance haben. Ja, kann sogar noch im Mutterleib sterben oder gleich nach der Geburt. Ja. Dann bin ich natürlich auch für die Abtreibung. Ich bin natürlich gegen eine Abtreibung, ja, wenn das Kind gewollt war und plötzlich kommt die Frau und sagt, ich habe mich jetzt von dem Vater alias Erzeuger getrennt, ja, ich möchte abtreiben. Das muss nicht sein. Ja, da bin ich auch gegen. Ja, genau, die Religion soll sich nicht in die Politik einmischen, das ist es nämlich. Ja. Und das Problem ist ja, Beata, du weißt selber, gerade die katholische Kirche, die steht immer nicht ganz so sauber da. Ja, da gab es also schon verdammt viele Probleme. Ja, da gab es richtig Bockmist, was die gebaut haben. Ja, deswegen, aber ich gebe dir recht, also die Religion, ja, soll sich nicht in die Politik einmischen. Oder andersrum, die Politik hat sich nicht in die Religion einzumischen. Ja, weil im Endeffekt bestimmt ja die Politik und nicht die Kirche. Nicht die Religion, die Religion ist ja praktisch die Kirche. Ich meine, es kann jetzt nicht die Kirche kommen und sagen, entweder du da, mach mal so und so. Und der gute Präsident, ja, unterzeichnet das, was die Kirche möchte. Wir sind doch hier nicht in Deutschland, Beata. Ja, wo irgendeiner sagt, Polen ist ein Risikogebiet und das verlange ich jetzt. Ja, nur damit Deutschland gut dasteht. Nein, gibt es auf jeden Fall nicht. Ja, so. Und wie ich sehe, die Leute, die zugesagt haben, sind immer noch nicht da. So. Aber jetzt, ihr beiden, ja, ganz ehrlich, ich mache jetzt wirklich mal ein Break. Ja, weil ich ist jetzt nicht austreten. Nein, ist nicht austreten. Und zwar, es ist jetzt wirklich so, wie, ich weiß nicht, wer hätte das gesagt gehabt. Ich muss mir jetzt noch mal kurz einen Kaffee kochen. Ja, und dann müsste ich kurz eine rauchen. Das heißt, es ist 17:45 Uhr. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, kurzer Break. Ich bin 17:50 Uhr wieder da. Ja, dann könnt ihr euch noch ein paar Fragen einfallen lassen, weil, wie gesagt, nur ihr beiden seid im Moment gerade im Livestream dabei. Leider nicht mehr. Ich sage jetzt wirklich leider. Ja, und dann 17:50 Uhr, also in 5 Minuten. Ja? Okay? Also, bis gleich dann, ja? Ich danke euch.
Achso, okay. Ja, Wochenende ist gut. Wegen morgen muss ich jetzt mal gucken. Grillen? Oh, grillen hört sich gut an. Liebe Inieso. Tak. Ja, wie gesagt, morgen muss ich mal gucken. Aber das ist alles ziemlich kurzfristig. So, pass auf, wir haben ja die Nummern sowieso ausgetauscht. Ja? Dann sag ich mal. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich freue mich immer. Ja, du, das wäre sogar ein Abwasch. Vielleicht ist der Kollege, der in Berlin arbeitet, ja auch in Golenio. Ja. Wäre ein Abwaschen. Könnte ich mal wieder zu ihm. Ja, weil er hat eine Bienenzucht. Könnte ich euch ihn vielleicht mal vorstellen, weil er kommt immer nur, ich sag mal, morgens nach Golenio, seine Bienen füttern. Ja. Und dann fährt er wieder zurück nach Berlin zum Arbeiten. Ja, aber er macht Honig selber. Ja, und der Honig ist verdammt lecker. Ja, er will immer verkaufen, aber ich sage immer, Alter, ich bezahle nichts dafür. Ja, okay. Dobrze. Pass auf, nächstes Wochenende, ich schreibe dir, ja, komme ich nach Golenio hoch, ja, mit Magdalena und der Kleinen, ja, und wenn irgendwas dazwischen kommt, komme ich auch alleine, egal wie, und wenn ich mit dem Bus komme. Da gibt es bestimmt einen Bus, der da hochfährt. Ja. Irgendwie werde ich schon schaffen. Ja? Okay, ich sage dann erst einmal zu euch beiden, vielen Dank für die 1 Stunde und 50 Minuten. Das wird ein langes YouTube-Video. Ja? Da werden sich die Leute richtig freuen. Ja, und ja, bedanke mich dann auch praktisch an die Zuschauer, die das YouTube-Video am Sonntag auch bisher geguckt haben. Und Fragen. Wenn es dieses YouTube-Video ist, unten bitte kommentieren, eure Fragen. Und ich werde wirklich jetzt einmal im Monat einen Facebook-Livestream machen. Ja, ihr bleibt Facebook auf dem Laufenden, ihr bleibt YouTube auf dem Laufenden. Ja, YouTube-Kanal oben abonnieren. Ja, ist nochmal einige Sachen verlinkt, die ihr euch angucken solltet. Thema Auswandern und Thema Altenpflege in Polen. Ja. So, und damit sage ich euch denn erstmal, ich danke euch beiden, ja, Beata und Dieter, ja, ich suche die Dokumente gleich mal raus, ja, und dann, ja, werde ich wahrscheinlich heute oder allerspätestens, werde ich morgen per Privatnachricht mal die ganzen Internetlinks schicken. Ich muss erstmal sortieren und gucken, was ihr jetzt eigentlich alles wissen wolltet. Ja, ich bin Deutsch und ich bin Mann. Ja, also das Gehirn ist nicht so. Ja, okay, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Ja, und ich freue mich auf dieses Wochenende, ja, euch kennenzulernen. Und bis dahin sage ich dann, ja, dobra vigendo, also schönes Wochenende. Ja, und für alle Zuschauer, ja, wenn es schon dieses YouTube-Video ist, es ist heute Sonntag. Ja, wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall am Dienstag zu einem neuen YouTube-Video, ja, und auch im November, ja, zu einem neuen Facebook-Livestream, der ist diesmal früher angekündigt. In dem Sinne sage ich dann von hier, ja, tschüss, auf Wiedersehen, Dovzhenia und Dobranoc, auf Wiedersehen.